halt Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Na? Und einiges, ein paar Sprites wurden geändert, ein paar Charaktere wurden geändert, ein paar Texte wurden geändert, dass es alles passt. An sich ein solider Hack, beziehungsweise ich habe ja auch mal jetzt gerade, jetzt wo ich jetzt diese Pokémon-Hexe, wo ich das alles so ein bisschen einsortiert habe, habe ich die Pokémon-Hexe so ein bisschen einsortiert. Und es gibt noch einige Editionen, die wir noch nicht gespielt haben. Also wir haben Pokémon Fusions mal kurz angefangen, Feuergrün auch mal so angefangen, aber nicht richtig, muss ich sagen. Und da habe ich gemerkt, dass ich noch einige andere Hacks da habe, zum Beispiel die Pokémon Team Rocket Edition, die Pokémon Braune Edition. Was habe ich denn sonst noch? Warum habe ich zweimal Whistle Boy? Warte mal, das ist der 1.8 und das ist der 7.3. Was haben wir denn? Wir haben Pokémon Christmas LP, beziehungsweise wir haben Pokémon Christmas. Wir haben Pokémon Team Rocket Edition. Wir haben Pokémon Crystal Clear Edition noch. Und ich habe noch die Pokémon Brown Edition. Jo, naja. Vielleicht noch Horizon Zero Dawn nach meinem Umzug, nach allem drum und dran. Von daher, wenn das alles wieder steht und ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe, könnte ich mich ein bisschen dementsprechend aufhören. Oh, Waldner! Ich bin hier. Alles klar. Ich bin Professor Briefs Gehilfe. Ich wurde gefragt, dir das zu geben. Running Shoes. Ah, stimmt. Wir können ja ohne Schuhe können wir nicht rennen. Lieber Walner, hier, pipapo, ja, komm. Ich bin jetzt rennen. Ich bin mal gespannt, was die... Ah, Entschuldigung, hast du mich etwa angeguckt? Nein. Ja. Ach, Mädchen, streck doch nicht jedem Penner deinen Arsch hinterher, dahin, wenn du nicht willst, dass man dich anguckt. So, Pipi-Klo. Na los, mach mal Pipi ins Klo. Jawohl, jetzt mit dem Fuß. Schön mit dem Stinkefuß. Schuhe aus und rein da. Jawohl. Das tut doch der Schnauze gut. Ich habe so das Gefühl, dass der Punch stärker ist als der Kick. Na gut. Es wird auch mal Zeit, dass der mal ein Level abkriegt. Kann ja nicht immer so ein schwacher Lappen sein. Les Janis. Beer Thief. Okay. Entschuldigung, da muss ich jetzt gerade ein bisschen... mal wissen, zu was sich Raditz entwickelt. Wollen wir mal gucken. Goku, Vegeta. Ich nehme an, die haben drei Entwicklungen. Piccolo hat zwei Entwicklungen. Krillin keine. Yamcha bin ich mir nicht sicher. Beer Thief bin ich mir auch nicht sicher. Drum und Tambourine. Es könnte sein, dass die sich entwickeln. Dass das eine Entwicklungsreihe ist. Und dass hier noch einer kommt. Cyberman entwickelt sich gar nicht. Okay. Raditz auch nicht. Nappa, Turtles. Ah, okay. Das könnte natürlich sein. Da muss ich die eigentlich auch nicht wirklich trainieren. Das bedeutet, die werden austauschbar sein. Hey, ich sah dich im North Forest. Alles klar. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen trainieren. Ich habe jetzt keine Lust, alles irgendwie so gerade so auf dem Zahnfleisch zu gehen und da mein Goku alles machen zu lassen. Ist nur die Frage, auf welchem Level entwickelt sich der Goku? Also man kann über die Zero-Sachen sagen, was man will. Die schmecken nicht so wirklich geil. Vanilla Coke Zero geht, aber Drunken Fist. Los, Krillin. Es wäre cool, wenn sie da irgendwie so einen Super Saiyan Raditz reingebracht hätten, so als Evolution. Das wäre cool gewesen. Aber na gut. Die Frage ist, wie viel gibt's vor allem? Oh, das gab ordentlich. Drum.
Ah, der ist schneller als ich. 180. Gibt es insgesamt. Okay, okay. Alles klar. Da steht uns auch einiges davor. Raditz kann sich entwickeln. Ah, okay. Also laut Dex-Eintrag nicht oder Nummerierungseintrag, aber man weiß es halt nicht. Klingt auf jeden Fall ganz lustig. Oh, Acid. Macht aber kaum Damage. Na gut, Säure ist ja bekannt. Ist das nicht Silberblick? Aber warum sinkt das den Angriff? Bevor euch das jetzt auf die Nerven geht, mit dem lieben Raditz, gehe ich nochmal ins Center. Wie viel Kapsel habe ich denn? 8. Wie gesagt, ihr könnt mir bei dem Spiel gerne spoilern. Das ist nicht so das Tragische oder könnt für mich ein paar Sachen nachgucken. Den Raditz-Affen. Oh, den gab es bei Dragon Ball Multiverse. Kann ich euch übrigens empfehlen. Das ist ein cooler, cooler Manga. Gibt es nicht als Anime, sondern nur als Lesmanga. Das ist ein Fanmade-Ding. Dragon Ball Multiverse ist super. Das ist eigentlich richtig interessant, weil da ganz viele verschiedene Universen aufeinandertreffen, die dann zum Beispiel eine andere Geschichte haben. Was wäre zum Beispiel passiert, wenn Son Goku und Vegeta nicht nach Vegeta auseinandergekommen wären? Oder wenn die, wo die Frostdämonen es noch gibt und die Saiyajins getötet haben? Und so weiter und so fort. Solche Sachen gibt's. Och, Pipi-Klo, komm schon, bitte. Da gab's, das ist schon ganz lustig. Ich probiere es echt mit diesen Lappen hier. Och nein, Krillin macht jetzt dieses Doppelteam. Perfekt. Ich muss aber jetzt nochmal kurz auf Toilette Pipi machen. Das geht sogar. Ich habe mir heute Chicken Nuggets und Pommes selbst gemacht. Ja, Fritteuse. Dreimal so lecker wie vom Mc's. Gib mir eine Minute.
So. Das einzige, was ärgerlich an Pommes ist, wenn sie einmal kalt sind, schmecken sie nicht mehr. Man kann so Pommes, kannst du die Pommes nehmen, wie du willst. So, übrigens, der Zati und Kai, ihr seid noch da, ne? Wenn ja, schreibt mal kurz. Dann werde ich euch nämlich mal zu Moderatoren machen. Das haben wir ja im Discord schon besprochen. Wegen Freitag zur Vorsichtsmaßnahme. Liegt einfach daran, dass ich, ja, das Problem mit Horizon Zero Dawn ist halt so, dass der PC-Release ein wenig, dass der schon von der PlayStation Community relativ schwierig aufgenommen wurde. Und dementsprechend kann es sein, dass wenn ich das Spiel an dem Abend streame, dass ich da vielleicht mehr als ein, zwei Moderatoren brauchen werde. Und dementsprechend habe ich euch ja gefragt, ob ihr Mods werden wolltet. Und habe euch ja schon ein paar Sachen erklärt. Deswegen schreibt einfach mal ganz kurz. Könnt auch ein bisschen im Discord ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Das ist auch kein Problem. Einfach ein bisschen natürliche Konversation anstreben. Bevor ich jetzt hier weiterhin Einzelgespräche mache. Ich sollte gleich mal wirklich mal ins Heal Center gehen. Ja, Raditz schlägt sich gut. Der übertrumpft den Yamchu. Ah, na gut. So. Und vor allem euch beiden habe ich auch noch gefragt, ob wir nochmal andere Spiele spielen wollen, außer Stardew Valley zusammen. Was an sich gar kein Problem ist. Weißt du was, ich werde jetzt alle wirklich nochmal auf Level 10 trainieren oder auf Level 12. Wird hier ein bisschen dauern. Aber dafür würde ich ganz gerne, ich habe die Jungs mal gefragt, ob wir so Spiele spielen wollen wie Draw.io, Stadtland Fluss oder Cards Against Humanity. Das, was ich ja damals mit der Ritter der Abendrunde probiert habe, nur dass die Gruppe dort zwar bekannt gewesen ist, also man kannte sich schon ein bisschen, aber hatte jetzt keine Konsistenz. Da muss ich sagen, das habe ich, glaube ich, hier mit den anderen Jungs, könnten wir wirklich so einen Versuch starten, auch mal andere Spiele zu spielen. Ja, ich habe die Ritter der Abendrunde als Grüppchen nicht vergessen. Dementsprechend würde ich ganz gerne vielleicht mal gucken, dass ich die wieder ins Leben rufe. Und ja, an den Zati, der die anderen Spiele nicht kennt. Das einzige Spiel, was man sich dort kaufen muss, ist das Spiel, ist das Spiel Dead by Daylight. Das wird richtig geil. Also wenn wir das wirklich spielen und vielleicht noch jemanden finden, der mitspielt, dann, ich glaube, mit vier Leuten macht das richtig Spaß. Das ist ganz lustig, da hast du drei Überlebende und einer ist der Killer. Und dann muss die anderen halt irgendwie klatschen und die anderen müssen halt überleben und entkommen. Das kann richtig lustig werden. Und da hätte ich natürlich Lust. Ah, Body Slam passt zu dem Dicken. Ah, Beleber, oder? Was ich von dem genommen habe. Reviver. Kampfattacke.
ein Bug? Kapsel? Na gut. Wie gesagt, gibt es schon ein paar Spiele, worauf ich Schluss habe. Fand ich schon ein bisschen schade, dass ich damals die Ritter der Abendrunde einfach auflösen musste, beziehungsweise es hatte halt keine Konsistenz. Vor allem waren auch die Leute dort, was Gaming angeht, ein bisschen unnachgiebig. Ja, ich habe mir nämlich ganz viele Spiele, hatte mir nämlich im Sale, im Herbst-Sale letztes Jahr, war das glaube ich, ganz viele Spiele diesbezüglich mal geholt, die man wirklich zusammenspielen kann. Allerdings war das Problem, dass die Leute eigentlich keine Lust hatten, sich irgendein Spiel zusammen zu holen. Egal wie billig das war. Und wollten aber trotzdem halt mitspielen. Keine Ahnung, es wird bestimmt, was weiß ich, Virus oder so, oder Xeno, keine Ahnung, irgendwas aus dem... Ich weiß es nicht ganz. Aber ich glaube nicht, dass wir das so lange spielen werden. So, was sagt denn mein Pipi-Klo? Pipi-Klo ist Level 10. Okay, dann eigentlich nur noch der Kuririn. Aber das kann er hier auch schon. Das kann er hier auch kriegen. So, Tails. Alles klar. Gut. Zauken hat jetzt nichts gebracht. Giant Form. Oh, Tails ist relativ stark. Alter! Na gut, Level 14, ne? Mit der Saiyajin Power macht er echt übel. Alter, der wird mich doch nicht killen! Der hat sich ganz schön stark gemacht. Also, wenn so Goku den jetzt nicht besiegt, dann. Boah! Yes! Kamehameha! Geil! Also, so Goku kann jetzt Kamehameha. Das war übrigens ziemlich weird. Er hat sich dreimal seinen Status gebufft, weil Level 14 hat unser gesamtes Team auseinandergenommen. Alter Schwede! Tails ist echt stark! Zumindest für den Anfang. Es ist ja oft so, dass Pokémon, die anfangs stark sind, nach der Evolution relativ schwach werden. So, Guard. Was macht der Zakoken? Zanzoken. Ah, okay. Ausdauer. Ausweichen. Beziehungsweise Fluchtwert, um es auf Deutsch zu sagen. Na, bringt natürlich nichts, wenn er trotzdem trifft. Okay, Last Cell is about to be a thief. Nein. Oh, leck mir noch am Arsch. Na, Piccolo ist relativ schwach. Ich will gleich mal gucken, was das überhaupt, was die überhaupt für Statuswerte haben. Ich glaube, das sollte ich eher machen. Um mir mal vielleicht die ein oder andere Übersicht zu geben, wer jetzt wie stark ist. Nein. Okay, 13 Angriff. Der hat viel Spezialangriff und viel Spezialverteidigung. Der hat wenig Verteidigung und ziemlich viel Attack. Und das ist noch ausgeglichen. Piccolo hat starken Angriff und starke Verteidigungswerte. Obwohl, ist auch noch ausgeglichen. Der Bear Thief ist eher defensiv, das ist okay. Yamchu ist halt auch eher physisch. Raditz ist ein ziemlich defensiver und schneller Charakter. Son Goku ist in allem relativ gut, obwohl Spezial, er hat eine Neigung zu Spezialangriff. Machen wir mal. Oh, Kamehameha und Kaioken sind Feuerattacken. Ah, nicht schlecht. Sollten wir uns merken. So, I battle you with a fighter, I just, alles klar, ich kämpfe dich mit dem Pipi-Klo. Oh, herrlich. So, Krillin. Zeig Piccolo mal aus, was du geschnitzt bist.
ich hasse das, wenn die Attacken einsetzen. Oh, ich hab's überlebt. Ah, bringt mir nichts. Und natürlich Grillin am Leben halten. Jetzt will ich mal gucken, ob ich es schaffe. Okay, Punch ist nicht so stark. Wenn er jetzt einen Kick macht, war es das vielleicht. Ja, der hat genau. Oder noch Crit. Scheiße. Der hat ja eben schon 16 abgezogen. So, Pipi-Klo gegen Pipi-Klo. Wer ist der größere? Wer hat den größeren Urinstein? Natürlich unser Pipi-Klo. Tanbarin. Der ist allergisch gegen Kampf. Ich weiß noch nicht warum. Arbeite mal in die Fresse. Perfekt. Ich glaube, das ist ein magisches Geschöpf, ein Dämon. Und gegen Dämon hilft nur. Weißt du Bescheid? Pack den Teufel in die Hörner und ramm ihm dein Knie ins Gesicht. Kann auch der nichts mehr machen. Hallo Süße. Ich, hast du mich angefasst? Nein, ich habe dich angeschissen. Das war meine Kackenwurf. Die dich gehöre Robin. Schickt Raditz in den Kampf. Ja, wenn du Angst hast, angegriffen oder angefasst zu werden, dann solltest du dich nicht mit Raditz abgeben. Der frisst dich doch zum Frühstück. Dieser Lümmel. Was bringt es, wenn Pipi-Klo zu schnell, wenn Pipi-Klo relativ schnell ist? Na gut, Level 14er Raditz hat sich aber gut geschlagen. Jetzt will ich mal den Bear Thief benutzen. Body Slam. Ah, Blade ist also eine Stahlattacke. Interessant. Die hätten natürlich gegen Kämpfer nicht so viel zu sagen. Das würde auch erklären, warum der so wenig Damage ausgeteilt hat. Super. Ja, das ist ein Level-Up auf jeden Fall. Wunderbar. Supi. Es geht eigentlich. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich nichts anderes wie Pokémon. Nur, dass man sich einfach neu orientieren muss. Oh, ein wildes Napper. Ein wilder Napper erscheint. Den ziehe ich mir rein. Paralysiert, perfekt. Es ist einfach, ich sag's mal so, der Vorteil, den du bei Pokémon hast, ist, dass du dass du das Spielprinzip von Pokémon einfach verinnerlicht hast. Du weißt in etwa, was du machen musst, und dementsprechend ist das Spiel nicht so schwer. Ja, also Pokémon halt, ne? Es ändern sich die Pokémon ein paar, aber da du in der Regel so viel gespoilert wirst, weißt du in der Regel schon, was auf dich erwartet, wenn jetzt eine neue Edition rauskommen sollte, ja. Das Einzige, hier ist es halt so, dass du da noch nicht ganz sicher bist. Aber das Spielprinzip ist genau das gleiche wie bei Pokémon an sich. Aber hier weißt du nicht, was gut und was schlecht ist, wer welchen Typ hat. Hier kannst du das nicht so heraussehen. Goku, Vegeta und Son Gohan ist natürlich klar. Vegeta ist halt blau. Der ist, glaube ich, eher der Wassertyp. Son Goku zum Beispiel hat halt den Feuertyp und Son Gohan wahrscheinlich den Pflanzentyp. Und so sind die gewichtet. Aber das weißt du halt nur vage, weißt du. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Hier kennst du halt die Charaktere nicht wirklich auswendig. Zum Beispiel Krillin, Kampf normal. Wahrscheinlich sind das alles Kämpfer, aber Piccolo zum Beispiel ist ein Pflanzentyp. Der ist ein Normaltyp ohne Fight. Yamcha ist Kampf normal. Raditz ist ein reiner Kämpfer, so ein Goku auch. Krass, aber er kann zumindest hier Feuerattacken.
fang ihn nur. Ah, entschuldige, Justin. Ich hätte auf dich hören sollen. Kappa Nappa. Jetzt gibt's Happa Happa von Papa Nappa. Ah, der Spruch, als er die als Nappa die Pflanzenmänner gesät hat, die die Z-Fighter angegriffen haben. Hier, meine Kleinen. Happa Happa von Papa Nappa. Oh, es ist so lustig. Diese Wortspiele waren schon richtig cool. Haben sich schon echt Mühe gegeben. Ah, war schon lustig. Rumkugeln, tot rumkugeln. So. Ob Krillin mittlerweile stärker als Raditz ist, aber eigentlich schon. Ich meine, er hat sich auch weiterentwickelt. So von der Story her. So, wen haben wir hier? Oh, ich mach besser ein Pipapo. Ah, im Tunnel. Wer wird denn da unser Zubat sein? Hoffentlich nicht die Pflanzenmänner. Gehen wir jetzt schon auf den Sack. Bowlingkugel gegen Bowlingkugel. Wer gewinnt Bowlingkugel? Wunderbar. So, oh wow, das ist der Saiyajin-Orden. Du hast den von Yajirobe, oder? Ja, ist cool. He's not just tough. People like and respect him. Er ist nicht nur stark, sondern die Leute respektieren ihn auch. Ich will ein Gymleader wie er werden. Tja, wer Yajirobe kennt, der weiß, wie falsch diese Aussage komplett ist. So, ja, wir sehen dich wieder. Manchmal hast du zu viele Mitglieder in deinem Team. In diesem Fall werden sie einfach, benutzt einfach den PC. Alles klar, was hast du? Team Pilaf attacks Namekian Citizens. Alles klar, Team Pilaf hat Namekianer angegriffen. Not a day goes without Team Pilaf being used. Alles klar, es ist, Team Pilaf ist hier das Team Rocket. Okay, set 6 capsules in my belt. Let's do it almost. You have 6 fighter with you. Alles klar. 6 Kapseln bedeuten 6 fighter. Hallo there, lady. Lady. Ich habe einen Deal für dich. Ich gebe dir einen geheimen Kämpfer. Chao Su für nur 500 Pokédollar. Du kaufst ihn richtig. Wollen wir Chao Su kaufen? Es ist das Kappador der Dragon Ball Welt und es stimmt einfach. Chao Su ist niedlich, aber Chao Su ist der letzte Rotz. Der ist einfach für nichts gut. Ehrlich. So, Goku, Vegeta, Piccolo, Krillin haben wir. Chao Su, normal Psycho. Former Emperor's Mysterious Physic Power. Alles klar. Wandlungsmeister, der mysteriöse psychische Kräfte hat. Ah, dort kann man den fangen. Ja, ist egal. Er ist ein kleiner Gnom. Ach, der Chao Su. So, Beerleaf, Cyberman, Raditz, Nappa Turtles. Das war's, okay. Alles klar. Ach, Chao Su. 500 Pokédollar war er mir schon wert. Muss man sagen. Aber es ist jetzt kein Kämpfer, den ich wirklich in Betracht ziehen würde. Ist halt das Kappador unter den Z-Fightern. Mount Moon, der Mondberg. TM9, Tail Smash. Alles klar. Das kann ja unser Raditz schon. Raditz. Och, Nappa. Tappa Nappa, Lappa Schnappa. Ich habe es auch so langsam herausgefunden, was das SOB bedeutet. Was manche Leute gerne in gewissen Online-Spielen benutzt haben. SOB ist eine Abkürzung, kommt aus dem Englischen und bedeutet Son of a Bitch. Sprich, wenn jemand zu dir sagt, du Sob, in irgendwelchen Chats, wo du nicht weißt, was jetzt abgeht, heißt er ganz genau, der wollte Hurensohn zu dir sagen. Und das ist eine legitime Abkürzung, die in Amerika sehr häufig benutzt wird.
wenn man im öffentlichen Fernsehen irgendwie Son of a Bitch sagen möchte, es aber nicht aussprechen darf, wie im öffentlichen Fernsehen zum Beispiel. Und dementsprechend kannst du dann das als SOP abkürzen. Hat mich schon immer so ein bisschen gewundert, warum... Oh, komm, Kamehameha. Bam! Jawoll! Haha! Schluck das, du Fettsack! Jawoll, unser Son Goku, so ein Stopper, der kann's Kamehameha. Paralyseheiler, wunderbar. Was hast du für Pokémon? für Dragon Ball Z-Kämpfer. Yamchu! Machen wir mal Wachstum. Pipiklos Attacke und Verteidigung steigt. Er steigert nur seine Verteidigung, das ist eigentlich ganz gut. Und jetzt Kick. Komm, lass sie sich ein bisschen tot treten. Wunderbar. Supi. Och, herrlich. So, unser Pipiklos Level 11. Youngster kennt. Oh, neuer Kämpfer. Oh, der! Dieser Drecksack. Ah, den kenne ich. War das der erste richtige Gegner? Bin mir nicht ganz sicher. Als Son Goku und Bulma, also hier der kleine Goku, hier Baby Goku, als die sich frisch kennengelernt haben, wurden die von denen angegriffen. Von den Dinosauriern. Und später hat Son Gohan dann irgendwie als Kind dann mit denen Frieden geschlossen. Aber ich glaube, das war dann die nachfolgende Generation. Ich glaube, das war einer der ersten Gegner, gegen die Son Goku gekämpft hat. Die wurden nämlich, ich glaube, Bulma und Goku wurden von dem angegriffen. Na gut, Göre Iris. Tenshin Han! Oh. Ah, da konnte man wenigstens was erkennen. Drei Augen. Super. Ich glaube, die Giant Form werde ich zwei, dreimal machen. Wenn Tenshin Han jetzt nicht angreift, wäre super. Meteor Rush. Also sowas wie Duplex Heap. Okay. Zieht jetzt nicht so viel ab, deswegen nehme ich nochmal die Giant Form von Pipiklo. Attacke und Verteidigung steigern, das ist super. Augenfokus. Und jetzt Kick und Punch ins Gesicht. Piekst ihm in die Augen. Easy. Ich glaube, Piccolo ist eine kleine Taktikmaschine. Da ist nicht einfach draufhauen und feuerfrei. Gut, dann haben wir den auch schon gesehen. Wunderbar. Mir geht es nicht darum, alle Kämpfer zu fangen. Mir geht es darum, alle Kämpfer mal zu sehen. Nappa schon wieder. Fuck. Pipiklo ist gestorben. Nein. Don't spear, sneak up to me. Ich werde mich nicht an dich anschleichen. Du hast mich von weitem gesehen. Weiter kannst du gar nicht machen. Na gut. Super Nerd. Alles klar. Tails, Tails. Thales. Oder Tables. Ne, Thales. Meist. Ich glaube, der ist Thales. Ich würde ihn ja Tails nennen, aber Tails ist halt der Charakter von Sonic. Der kleine, nervige, zweischwänzige Fuchs, der für nichts gut ist. Ja, Blade ist eine Stahlattacke, aber die macht nicht so viel Schaden. Das bedeutet, unser Bear Thief kann sich sehen lassen. Super Nerd. Joven! Ah. Wen setzt er jetzt ein? Gyron, der schon wieder. So, ist jetzt die Frage, mache ich genug Schaden? Oh, Hornattacke. Ist okay. Schlage ich mal mit dem... Ah, super. Aber Blade macht wirklich recht wenig Schaden. Dafür, dass es eine Stahlattacke ist, ein bisschen... ich weiß nicht, ein bisschen schwach. So, der kriegt jetzt gleich erstmal ein Reisbällchen, unser Bär-Dieb.
Der diebische Bär. Ich hab nämlich keine Lust, ständig dieses Bibim, 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 Bibim mehr zu hören. Da kriegst du echt einen Krampf im Arsch. Ja, im Arsch. Von den Ohren her. Lecker. So, und er hat auch wieder ein Item. Ich hoffe. Item nehmen. Revive the Prison Berry. Ah, Prison Berry. Okay, die Bären kriegen wir von dem. Na gut. Wieder einen Trank gefunden. Das ist okay. Wir können doch hier nicht nur... Ah, Tenshinhan. Super. Body Slam. Jawohl. Du kommst... Ich habe hier schon eine schöne, geräumige Kapsel für dich. Da kannst du deinen Augenfokus reinsetzen, wie du willst. Das ist mir relativ wumpe. Jawohl. Gotcha. Tenshinhan wurde gefangen. Super. Er ist ein dreäugiger Mensch. The origin of his third eye of the forehead ist der Ursprung von seinem dritten Auge auf seiner Stirn ist unbekannt. Okay. Nein. Ich glaube, die können sich nicht entwickeln. So, warte mal, was habe ich denn hier? Holy Water? Was ist Holy Water? Ah, das heilige Wasser. Stimmt, das steigert das Kampflevel. Ah ja, jetzt. Heilige Wasser. Wer kennt's? Wer hat die Folge gesehen? Es gab zwei Wasser. Es gab das Superwasser, es gab das Heilige Wasser und es gab das Superheilige Wasser, meine ich. In der Serie. Wobei das Superheilige Wasser eher so ein Placebo-Effekt ist. Das war ganz normales Wasser, das ich hatte einfach nur glauben lassen, dass du stärker bist. Während das Superheilige Wasser wirklich hart ist. Meine ich. Weil das Superheilige Wasser war nämlich so, das macht dich wirklich stärker, aber nur wenn du es verdienst. Das bedeutet, wenn du das, wenn das superheilige Wasser deine Kraft nicht steigern kann, dann stirbst du. So war's. Und das war ein harter Kampf für so einen Goku, für den kleinen Goku. Also da einfach einen ganzen Becher voll getrunken hat. Und ja, das war schon ganz lustig. Ist nur die Frage, wer hat ihn dazu geführt? War das Meister Quitte? War das Gott selbst? Also der Piccolo? Der gute Piccolo sozusagen, oder war das die Urainai Baba? Also die, ich weiß gar nicht, war das die Schwester? Ich weiß gar nicht, wie die da reingehört. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das die Schwester von Muten Roshi war. Auf jeden Fall ist die Urainai Baba so eine kleine Hexe, die Geister beschwören kann. Wenn ihr abschaltet, sagt bitte Bescheid, wenn ihr komplett geht. Ich sehe zwar immer so ein paar Zuschauer, aber wenn halt, wenn es halt keine richtigen Menschen sind, sondern irgendwelche Bots, dann zwänge ich mich nicht unnötig durch den Stream. Da auch der Chat jetzt relativ lange Zeit still war. Könnt ihr euch sowieso mal angewöhnen, also manche machen es, ja. Aber viele halt leider auch nicht. Deswegen sage ich das immer ganz gerne, wenn ihr geht, sagt bitte tschüss, so macht man das. Also Nettigkeit. Das mache ich auch, mache ich persönlich auch bei großen Streams. Wie gesagt, Justin macht's ja. Bei dir weiß ich ja Bescheid. Das ist ja was anderes, wenn wir uns hier, wenn wir beide uns organisieren. Aber halt die anderen zum Beispiel, die könnten ruhig mal dann auch, wenn sie einschalten, tschüss sagen, wenn sie dann abschalten. Dementsprechend manchmal muss man einfach ein paar Empathiewerte vermitteln. So, Flying Nimbus. ist das ein Fluchtseil? Ja, ne? Oh, geil. Eine magische Wolke. Ah, ja. Die Jindo. Die Jindo Jun. Nein, keine AP mehr. Ach, Kacke.
komm schon, Tenjinhan, bitte. Du wirst doch nicht jeder Zupat der Meere sein. Ah, du hast ein paar Mondsteine hier gefunden. Okay. Ich bin aber noch nicht so weit. Ich möchte natürlich alles mitnehmen, obwohl ich jetzt nicht glaube... dass ich hier großartig was geändert hat im Vergleich zum normalen Mondberg. Wir, Team Pilaf, sind schmutzige Gangster. We strike fear with our strength. Wir verbreiten Angst mit unserer Stärke. Du kleiner Fuchsgnom! Du hässlicher Lappen! Du machst keine Angst! Du bist ein Haufenstück Scheiße! Mit Benzin übergossen und angesteckt, das Fell. Kleiner Lümmel. Oh, ich hab vergessen, mir was zu knabbern zu holen. Schon wieder! Ich geh mal einkaufen und hol mir nichts zu knabbern. Und dann abends sitze ich dann da und denk mir so... ich hätte noch Zeit. 2 Minuten hat der Rewe noch offen. Na, Säure macht... Was? Säure ist eine... Seit wann ist denn Säure eine... Ich meine, ich verstehe es, ne? Säureverbrennung, damit ist echt nicht zu spaßen. Aber die sind teilweise schlimmer als normale Verbrennungen. Aber dass Säure hier verbrennt? Oder Acid? Krass. Das wundert mich gerade. Ah, ich hab's noch überlebt. Perfekt. Roga Fufuken. Ah, das ist doch diese Wolfsfaust. Meine ich. Ich lasse den Yamchu jetzt sterben. Das kann ich den mit einem Special Powder wiederbeleben. Weil ich glaube, ich habe nämlich jetzt keine Lust, aber zum Poker Center zurückzurennen. Und auf der anderen Seite weiß ich halt nicht, ob ich den Rest des Mondbergs mit 3 Kämpfern schaffe. Das müsste sehr effektiv sein, weil Piccolo doch vom Typ Gras ist und Kamehameha ist eine Feuerattacke. Na gut. Ob sich Son Goku auf Level 16 entwickelt, in Klammern? Anführungsstriche bitte an das entwickelt setzen. Ach, weißt du was, ich gehe doch nochmal. So weit fortgeschritten bin ich jetzt auch nicht. Starpiece, Sternenstück. Das ist, glaube ich, nur was zum Verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, finde ich Sternenstücke generell. Die hätten nicht unbedingt ins Spiel gemusst. Die gab es in der 2. Generation mal ganz kurz. Nicht in Gold und nicht in Silber, aber in der Kristalledition, wenn du die Incognito-Quest gemacht hast. Die Rätsel. Obwohl ich es ein bisschen schade fand, dass du, dass die Incognito zwar angeblich so einen großen Einfluss oder beziehungsweise so eine große Rolle im Spiel hatten, aber wenn du es genau betrachtest, haben die eigentlich gar nicht... Och komm schon, Nappa, du bist doch nicht das Zupa der Meere hier. Ja, das Zubat der Dragon Ball Welt. Ich fand es halt schade, dass die in der Kristalledition, dass die Incognitos irgendwie, ja, ich weiß nicht, man hat so das Gefühl, dass die Quest so am Anfang stand, aber nicht ganz implementiert wurde. Ich habe ja als meiner hier bei meiner Kristalle hier, die Cartridge liegt in der Schublade, habe ich hier angefangen und die Incognito Quest halt auch als Kind zu machen. Diese ganzen 4 Geheimhöhlen da waren sich auch super. Aber bis auf irgendwelche komischen Worte
war es das halt, ne? Also da gab es nichts. Das war ein bisschen schade. War wirklich traurig. Fand ich ein bisschen schade. Weil das Intro hat nämlich echt gezeigt, dass die Cognitos vielleicht doch ein bisschen mehr können. Aber Arschlecken. Na, heiliges Wasser. Wir haben zwei Sonderbonbons. Ich würde sagen, wir grillen erstmal was. Jo. Ich würde gerne mal wissen, wie so ein Supertrank aussehen wird. Das ist bestimmt so eine Keule oder so. Ah. Den fange ich mir. Stimmt, Sonderbonbons, mit denen, die konntest du ja durch Mitnahme auch bekommen. Oh, das war schon echt hart. Ich fand es ein bisschen overpowered, die Fähigkeit Mitnahme von den Zickzacks. So, Raditz. Punch ins Gesicht. Level 14. Yamchu. Okay. Nicht schlecht. Okay, zweimal Karateschlag, Fäuste und nochmal Karateschlag. Ist okay. So, Miriam. Scheiße gelaufen, Mädchen. Ah, vielleicht schaffen wir ja noch den zweite Arena. Mache ich jetzt mal ein bisschen den Turbogang. Weiß nicht, ob das so schlau ist, aber... Ah, Mitnahme wurde genervt. Okay. Also wie gesagt, ich kenne es nur aus der dritten Gen. Da fand ich es ein bisschen übertrieben. Weil, wie gesagt, meine 5 Zickzacks, die haben mich so viel mit Sonderbonbons und mit... anderen Sachen halt. Wie heißt's? Was zum? Ich habe mich so mit Belebern, Sonderbonbons und Tränken versehen. Das war schon echt teilweise nicht mehr feierlich. So, warte mal, mein Fighter ist doch schon Level 15. Mein Bär-Thief. So, du hast mich überrascht. Ah, Tails, okay. Kamehameha. Bam, ins Gesicht. Wunderbar. Punch, wunderbar. Tschüss, weg. So, Raditz, Kamehameha ins Gesicht. Dann bist du ja, fällst ja schon fast um. Böser Blick von Goku, er fällt um. Wunderbar. Nappa, Kamehameha, weg. So, Tenching Han, Kaioken Rush, wunderbar, tschüss. Mondstein. Ich kann Raditz mit Mondstein. Cool. Zu einem Osaru. Oh, cool. Ah, Ewigstein. Hahaha.
Oh, herrlich, es ist so wunderschön. Oh, cool. So. das ist bei den Saiyajins normal. Die Saiyajins, die noch einen Schwanz haben, die haben ja alle von Geburt an einen Schwanz. Bis auf Trunks und so einen Goten. Wenn die den Vollmond angucken, verwandeln sie sich zu Riesenaffen. Die nennt man auch Ozaru. Und dementsprechend sehen die dann halt so aus. Das kann jeder Saiyajin, der noch einen Schwanz hat. Son Goku hat seinen später verloren, als sie herausgefunden haben, dass er das macht. Im Kampf Son Gohan gegen Vegeta wurde der Schwanz abgeschnitten. Und Vegeta hat seinen auch im Kampf verloren. Ah, Crystal. That revives a fainted fighter. Restoring. Alles klar, sind Beleber. So, das ist doch ganz gut. Raditz ist jetzt zum Riesenaffen geworden. Son Goku ist zum Dingsbums geworden. Du schon wieder. Habe ich dich nicht mit Benzin übergossen und weggescheuert? Jawohl, Super Saiyajin Goku. Was ist los? Ich weiß nicht, wer sich noch entwickeln kann. So, der kann jetzt mal ausgetauscht werden. Komm, wir kämpfen jetzt mal mit dem Affen. Wir geben dem Affen Zucker. Ich meine, Level 16 sollte... Och, toll. Kannst du hier auch wild fangen? Willst du mich verarschen? Also, Ozaru hat natürlich Bedroher. Das passt auch. Hey, stopp! Ich habe diesen Ball gefunden. Der gehört mir. Super Nerd, Pipi Klo, Tail Smash, komm weg mit dem Scheiß. So, Level 16. Tails, Rocker Fuken. Für Fuken. Naja, wie gesagt, das ist eine Grundfähigkeit von den Saiyajins. Manche können sie kontrollieren, manche nicht. Dass sie zum Riesenaffen werden. Aber die Hauptcharaktere haben natürlich den Schwanz abgeschnitten bekommen. Dementsprechend war natürlich nicht so viel. Sieht man die nicht so häufig in der Serie. Ich glaube, Son Goku wurde in Dragon Ball 2 oder 3 Mal zum Riesenaffen. Vegeta wurde am Anfang einmal zum Riesenaffen. Und Son Gohan wurde in dem Arc einmal zum Riesenaffen. Dann haben die alle ihre Schwänze verloren. Und in Dragon Ball GT wurde Son Goku kurz vorm vierfachen Super Saiyajin nochmal zum goldenen Riesenaffen. Genauso wie Vegeta Baby dann später. Und Vegeta dann in Dragon Ball GT am Ende noch, bevor er die vierte Form erreicht hat. Da wurde aber nur zum normalen. One Dragon Ball Key Items, Dragon Ball 3. Cool. So, jetzt kann ich eigentlich den Yamchu packen. Oh, endlich. Oh, das sind die Namek-Bäume. Oh, wie cool. Das ist cool. So sieht es ungefähr auf dem so sieht's auch auf dem Planeten Namek aus. So, was gibt's denn hier für Kämpfer? Piccolo? Ah, Neil!
Oh, wie cool. Den hole ich mir auch. Das ist ein Namek-Fighter. Mehl. Super. Das ist eigentlich nicht schlecht. Da kamen Krillin und Son Gohan zu Hilfe auf Namek und hat sich dann später mit Piccolo vereint, um stärker zu werden. Das war einer von den Leuten, die den Oberältesten beschützt haben. So, jetzt erstmal. Zum Dingsbums. Ah, Sekunde. Entschuldigt, ich dachte, mein Zimmergenosse hätte an die Wand geklopft, weil ich zu laut war. Aber die sind selbst am Zocken. Danke, wir haben dein Team. Wunderbar. So, das ist cool. Du bist ein Trainer, oder? Battling, Training. Das ist ein hartes Leben, oder? Alles klar. Ja, es lief eigentlich ganz gut. Hi, du. Do you happen to have Freezer? Möchtest du Freezer haben? Möchtest du gegen meinen Cooler tauschen? Nein! Freezer und Cooler, what the fuck? What the fuck, wieso? So, jetzt will ich mal was gucken. Der erzählt mir nur was über die Orden, die sind mir aber relativ wumpe. Super, jetzt habe ich schon drei. 16, 16, 16, 13, 13, 10. Okay, das bedeutet, den Krillin muss ich nochmal... So, der lässt uns erst durch. Das bedeutet, wir müssen... Ah, Polocht! Ich habe ich ja ganz vergessen. Oh, das ist cool, dass sie hier, hier Namek-Style reingesetzt haben. Rivale Polocht möchte kämpfen. Er setzt Cooler ein. Wo hat der Cooler woher? Drunken Fist! Komm schon, Krillin! Ah, sehr effektiv. Das bedeutet, Cooler... Oh, dieser typische Augenstrahl. Fuck. Yamcha. Hoffentlich one-hittet er nicht. Och, komm schon, Yamcha. Du bist schwach. Du bist schwach. Aber dass der schon Level 17 ist, puh. Sollte ich vielleicht mal ins Gras gehen? Jawohl. Perfekt. Level 14. Poloch ist... Oh, Zabon. Ah, geil. Jetzt kommen die ganzen Namek-Kämpfer. Haha, Zabon. Ah, das ist der Schönling, in den sich Bulma verliebt hat. Bis er dann später verwandelt in seine Dämonenform gewesen ist. Schüssen an. Ah, diese Lümmel. Super. Ozaru gegen Ozaru. Wunderbar.